Serum. Professor Futura ist der erfolgreichste Wissenschaftler von Westland. Ihm sind in den letzten Jahren eine Reihe von bahnbrechenden Erfindungen gelungen, die ihn auf der ganzen Erde bekannt gemacht haben. Zurzeit arbeitet er mit seiner Assistentin Laura auf dem Gebiet der Körperumwandlung, wobei er ein von ihm entwickeltes Serum einsetzt. Von diesem Serum lassen sich mühelos zahlreiche Nebenformen schaffen, mit denen man verblüffende Wirkungen erreichen kann. Jan Tenner, ein junger sportlicher Student, arbeitet eng mit Professor Futura zusammen. Aus wissenschaftlichem Interesse stellt er sich häufig für dessen Experimente zur Verfügung. Ungewöhnlichen Mut und Tatkraft zeigt Tenner vor allem dann, wenn es notwendig wird, Versuche unter Gefahren durchzuführen, die schon häufig Westland bedrohten. Und auch jetzt taucht unversehens ein Feind auf, dessen Abwehr ungewöhnliche Mittel erfordert. Wieso sehen wir den Adler heute nicht? Ich habe keine Ahnung, Ronald. Komm, Bob, wir steigen über diesen Felsen hoch. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir es uns doch nochmal überlegen. Unsinn, Bob. Wir haben beschlossen, bis zum Adlerhorst hochzusteigen und das werden wir auch tun. Nur da oben können wir wirklich gute Fotos von dem Adler machen. Ich habe heute Morgen nochmal mit meinem Vater über den Adler gesprochen. Er hat gesagt, einen so großen Adler hat er noch nie gesehen. Und den hat's wohl auch noch nicht gegeben. Und vor allem kein Adler, der sich sogar an Kälber herantraut. Mein Vater sagt, dass der Adler immer noch größer wird, obwohl er schon längst erwachsen ist. Den Eindruck habe ich auch. Vielleicht sollten wir doch... Hör doch auf, Bob. Menschen hat der Adler noch nie angegriffen. Und das wird er auch nicht tun. Na, solange wir seinem Horst nicht zu nahe kommen. Vielleicht hat der Junge da oben. Bestimmt sogar. Aber deshalb wird er uns noch lange nichts tun. Komm jetzt. Oder ich gehe alleine. Also schön. Aber wohl ist mir nicht dabei. Du hast deinem Vater doch wohl nicht erzählt, dass wir zum Horst hochklettern wollen. Natürlich nicht. Sonst hätte er mich nicht zur Tür rausgelassen. Na, dann ist ja gut. Also? Na gut, wir steigen auf. Ich mach mit. Und ich habe alles bei mir, was wir für den Notfall brauchen. Eine Trillerpfeife, mit der ich Signale geben kann und sogar rote Raketen. Du glaubst, dass wir in Gefahr kommen? Nein, natürlich nicht. Aber möglich wäre es immerhin. Jeder, der auf den Berg geht, der kann in eine Notlage kommen, das weißt du doch. Natürlich, du hast recht. Bergsteiger müssen eine vernünftige Ausrüstung haben. Genau, und die haben wir. Bob und Ronald klettern eine schroff aufsteigende Felswand hoch. Sie sind die Ersten, die versuchen, bis in die unmittelbare Nähe des Adlerhorstes zu kommen. Sie wollen sich den Raubvogel aus der Nähe ansehen, der zurzeit Tagesgespräch in dem kleinen Ort Red Rock im Rockytal ist. So hoch oben war ich noch nie auf diesem Berg. Ich auch nicht. Die Wand ist ganz schön schwierig. Da drüben, da liegt der Adlerhorst. Du hast recht, es sind Junge da. Zwei Stück und sie sind schon recht groß. Du, ich glaube, das Riesenbiest kommt. Seltsam. Es scheint nur einen großen Adler zu geben. Ob das der Vater ist oder ist es die Mutter? Keine Ahnung. Ich sehe nur, dass der Adler noch viel größer ist, als ich gedacht habe. Vergiss nicht, dass wir ihn bisher immer nur von Weitem durch das Fernglas gesehen haben. So nah waren wir ihm noch nie. Der hat eine Spannweite von mindestens 4,5 Metern. Wenn das mal reicht. Normale Adler haben eine Spannweite von nicht mehr als 3 Metern. Wieso hat er mehr? Das weiß der Teufel. Du, Ronald, er kommt. Halt dich fest, Bob. Ich glaube, er hat uns gesehen. Ronald, er läuft an. Hau ab, du Biest. Ronald, er hat mich verletzt. Ich blute. Ich glaube, er kommt gleich zurück. Er fliegt einen weiten Bogen. Gleich greift er wieder an. In den Felsspalt dort. Da erwischt er uns nicht. Nein, wir müssen nach unten. Unmöglich, Bob. Dann holt uns der Adler aus der Felswand. Schnell in den Spalt dort. Ja, gut. Er kommt. Nein, lass mich, nein. Ronald, komm hier, in den Spalt. Hilf mir, Bob. Hier, meine Hand. Wir haben es geschafft. Oh, das Biest hat mir den Arm zerkratzt. Seine Krallen sind messerscharf. Ronald, du musst die Raketen abschießen. Hier kommen wir allein nicht raus. Ja, du hast recht. Wenn wir versuchen, an der Steilwand abzusteigen, dann reißt uns der Adler von den Felsen. Ich habe Angst, Ronald. Ich auch, Bob. Und der Fotoapparat ist auch weg. Ich habe ihn verloren.
schieß die Raketen ab. Los, schieß sie ab. Ja, ich bin schon dabei. Gib mir mal die Streichhölzer. Hier. Danke. So, gleich. Jetzt kann's losgehen. Sheriff! Sheriff! Ja, Mr. Gray, was ist denn los? Warum sind Sie so aufgeregt? Sheriff, mein Junge und Bob Cummings sind in die Felswand gestiegen zum Adlerhorst hoch. Ja, sind die beiden verrückt geworden? Ich weiß auch nicht, was in sie gefahren ist. Ja, wir müssen sie zurückholen. Zu spät, Sheriff. Sie haben Notraketen abgeschossen. Man kann die beiden Jungen durchs Fernglas sehen. Sie stecken in einer Felsspalte, so etwa 20 Meter neben dem Adlerhorst. Ja und? Der Adler greift sie an. Sie können nicht zurück. Wenn sie versuchen abzusteigen, bringt die Bestie sie um. Also, ich müsste etwas unternehmen. Ronald und Bob, ja, wie konnten Sie nur so dumm sein? Sheriff, tun Sie was. Sie müssen den Adler abschießen. Ja, wenn das so einfach wäre, Mr. Gray, dazu müsste ich zu den Jungs hochklettern. Warum das? Begreifen Sie denn nicht, Mr. Gray? Wenn ich vom Fuß der Steilwand aus auf den Adler schieße, könnte ich die Jungen treffen. Na, das wäre ja wohl nicht in unserem Sinne, oder? Nein, natürlich nicht. Aber, ja, was machen wir denn? Wir müssen doch irgendwas tun. Ich werde mit General Forbert telefonieren. Er wird uns helfen. Vielleicht schickt er einen Hubschrauber. Warten Sie. Oder nein. Kommen Sie mit ins Büro, dann können Sie mithören. Danke, Sheriff. Vielleicht ruft General Forbert aber auch Professor Futura und Jan Tenner zu Hilfe. Die beiden könnten bestimmt auch eine Menge für uns tun. Professor Futura und Jan Tenner sind zurzeit im Institut des Professors, um an der Reihe ihrer neuesten wissenschaftlichen Forschungen zu arbeiten. Da klingelt das Telefon. Ja, was ist? Ich sehe gerade aus meinem Fenster, dass General Forbert vorgefahren ist. Haben Sie Zeit für ihn? Führen Sie ihn zu mir, Laura. Jan und ich haben das Experiment beendet. Okay, wir kommen gleich. Danke. Haben Sie gehört, Jan? General Forbert ist im Anmarsch. Wenn der kommt, gibt es irgendwo Probleme. Davon bin ich auch überzeugt. Ah, da ist er schon. General Forbert, kommen Sie herein. Professor Futura, Laura sagte mir gerade, dass Sie bei einem Experiment sind. Guten Tag, Jan. Guten Tag, General. Wir sind fertig. Kommen Sie zur Sache, General. Was gibt es? Ich habe einen Alarmruf aus Red Rock im Rockital vorliegen. Dort gibt es einen Adler, der anormal groß ist. Das Tier bedroht zwei 15-jährige Jungen, die in eine Steilwand gestiegen sind. Ein Adler bedroht zwei so große Jungen? Ja, das Tier hat eine Spannweite von deutlich über 4,5 Metern. Sowas hat es bisher noch nie gegeben. Eine Mutation? Es könnte sein. Und deshalb komme ich zu Ihnen, Professor. Natürlich könnten wir das Tier einfach abschießen. Das wäre eine schlechte Lösung. Wir müssen das Tier lebend fangen, damit wir klären können, warum es so groß geworden ist. Das ist auch meine Meinung, aber dazu benötige ich Ihre Hilfe. Glauben Sie, dass wir ihm eine Falle stellen können, Professor? Vielleicht. Bestimmt. Wie anders willst du einen Adler fangen? Das ist das Problem, Jan. Der Sheriff, der mich angerufen hat, behauptet, der Adler sei intelligent. Es gibt eine Möglichkeit, an ihn heranzukommen. Natürlich. Jemand könnte in die Felswand steigen und die Jungen in Sicherheit bringen. Das meinte ich nicht. Professor Futura, Laura und ich haben heute über eine Variante des Serums gesprochen, das in diesem Forschungsinstitut entwickelt worden ist. Was für eine Variante? Jan, das kommt nicht in Frage. Wovon zum Teufel sprechen Sie? Von einem Serum, das die Körperzellen so umwandelt, dass jede einzelne vom Willen beeinflusst werden kann. Das sagt mir gar nichts. Nicht so ungeduldig, General. Wenn die Körperzellen in dieser Weise verändert werden, reagieren Sie auf Gravitationswellen. Auf Gravitationswellen, also auf die Schwerkraft? Ganz richtig. Nehmen wir an, wir würden Ihnen das Serum injizieren. Muss das sein? Können wir nicht lieber von Jan reden? Aber General, wir sprechen doch nur von einer Annahme. Sie sollen das Serum nicht wirklich erhalten. Ach so, also gut. Was ist damit? Sie würden fliegen können. Fliegen? Ja. Sie haben richtig gehört. Sie könnten Ihre Körperzellen so beeinflussen und verändern, dass Sie ganz so, wie Sie es wollen, auf Schwerkraftwellen ansprechen. Und das würde bedeuten, dass Sie sich in die Luft erheben, nach oben, nach unten und in jede Richtung fliegen könnten. Sie könnten durch die Luft rasen wie ein Flugzeug oder sanft dahinschweben wie eine Feder. Ja, das hört sich verlockend an.
Vielleicht sollte ich doch... Sie wollen das mal ausprobieren? Gern, General. Wir suchen noch jemanden, der sich für so ein Experiment zur Verfügung stellt. Das Problem ist nämlich, dass die Wirkung des Serums schlagartig aussetzt. Und diesen Zeitpunkt können wir nicht genau errechnen. Ach, wenn das so ist, dann lassen wir das lieber. Es muss ja nicht sein, nicht wahr? Warten wir doch, bis Sie das Serum im Griff haben. Nein, die beiden Jungen sind jetzt in Gefahr. Wenn wir warten, könnte es für Sie zu spät sein. Jan, du willst doch nicht zu ihnen fliegen. Doch, genau das will ich. Injizieren Sie mir das Serum, Professor. Ich hole die Jungen aus der Felswand. Und wenn die Wirkung plötzlich nachlässt, dann stürzen Sie mit den Kindern aus vielleicht 1,5 Kilometern Höhe ab. Ich werde einen Fallschirm anlegen, sodass ich mich notfalls abfangen kann. Und ich werde dich begleiten. Professor Futura, sagen Sie ihr, dass das nicht geht. Doch, Jan. Ich werde das Serum bereithalten, sodass ich dir augenblicklich eine neue Injektion geben kann, wenn die Wirkung nachlässt. Und du? Bei dir kann sie ebenfalls plötzlich vorbei sein. Für mich wirst du Serum dabei haben. Und außerdem muss mir jemand den Rücken decken, wenn ich die Jungs heraushole. Oder soll ich gegen den Adler kämpfen? Du hast leider recht, Laura. Es ist besser, wenn wir zu zweit sind. Also gut, ich bin einverstanden. Ich auch. Fliegen Sie mit, Laura. Bald darauf befinden sich Professor Futura, General Forbit, Jan Tenner und Laura in Red Rock im Rockytal. Der Sheriff fährt sie in seinem Streifenwagen bis an die Steilwand, die Bob und Ronny hochgestiegen sind. Hilfs-Sheriffs halten die Neugierigen aus dem Ort zurück, sodass diese die Rettungsarbeiten nicht gefährden können. Hier ist es. Sehen Sie? Da oben kreist der Adler. Was für ein Riese! Unglaublich! So etwas habe ich noch nie gesehen. Kein Wunder, dass die Jungs sich vor ihm verstecken müssen. Lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Wer weiß, wie lange sich Ronny und Bob in der Felsspalte halten können. Für mich ist es schon ein kleines Wunder, dass die Jungs es überhaupt geschafft haben, hier hochzuklettern. Für mich nicht weniger. Mr. Tenner, ich habe Ihnen hier leichte Stöcke mitgebracht. Damit können Sie den Adler abwehren, wenn er angreift. Danke, Sheriff, das ist gut. Die Stöcke haben vorne einen Ballen, damit ich das Tier nicht verletze. Ausgezeichnet. Hier, Laura, einer ist für dich. Danke. Gib mir deinen Arm, Jan, damit ich das Serum spritzen kann. Bitte, bedien dich. Lassen Sie mich das machen, Laura. Geben Sie mir die Spritze. Ja. So. Danke. Und jetzt kann es losgehen. Wollen Sie uns nicht begleiten, General? Danke, vielen Dank. Ich habe kein Verlangen, hier hochzufliegen. Und jetzt ich, Professor. Hier ist mein Arm. Gut so. Ja. Bei Ihnen müsste die Wirkung länger anhalten als bei Jan. Weil sie leichter sind als er. Hoffentlich. Spürst du schon etwas, Jan? Oh ja, sieh her. Meine Füße lösen sich vom Boden. Tatsächlich. Aber das ist ja verblüffend, nicht wahr, Sheriff? Also sowas. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Laura, bist du soweit? Sitzt dein Fallschirm? Ja, alles okay. Ich fliege. Gib mir deine Hand, wir müssen zusammenbleiben. Seien Sie vorsichtig. Ja, der Adler ist gefährlich. Passen Sie auf. Keine Sorge, wir sind gleich mit den Kindern zurück. Wir fliegen, Jan! Was für ein herrliches Gefühl! Unglaublich! Ich war noch nie so frei wie jetzt! Jan Tenner und das Mädchen lösen sich aus dem Bann der irdischen Gravitation. Um ihre neu gewonnenen Fähigkeiten kennenzulernen, fliegen sie mal steil nach oben, lassen sich abfallen oder gleiten mit ausgebreiteten Armen an der Felswand entlang, bis sie sich sicher genug fühlen, die Jungen zu retten und den Adler abzuwehren. Hörst du, Jan? Der Adler ist aufgeregt. Er hat uns gesehen und er weiß, dass wir ihm seine Beute wegnehmen wollen. Am besten kümmere ich mich um die Jungen und du passt auf den Adler auf. Einverstanden. Siehst du sie? Da in dem Spalt sind Ronny und Bob. Ja, sie haben uns bemerkt. Sie winken. Ronny, Bob, wir kommen. Schnell, bitte. Wir können nicht mehr. Laura, pass auf. Der Adler kommt. Versuch ihn zurückzuhalten, Jan. Okay. Der Adler greift an. Zurück, du Bestie. Verschwinde. Ich habe Bob. Ich fliege mit ihm nach unten. Gut, der Adler, ich habe ihn vertrieben. Ich komme gleich zurück. Hallo, Ronny. Mach mal ein bisschen Platz. Ja,
Ernst, Sir. Ich habe noch niemanden gesehen, der fliegen kann. So, da wären wir. Viel Platz ist ja wirklich nicht. Der Adler kommt wieder. Was soll er? Hier sind wir erstmal sicher. Gut, dass Sie da sind. Bob wäre fast runtergefallen. Und ich bin auch ganz kaputt. Was für ein großer Adler. Wir wollten ihn fotografieren, aber dann haben wir den Fotoapparat verloren. Das Biest hat uns angegriffen. Es war ziemlich leichtsinnig von euch, hier hochzusteigen. Ich weiß, es war keine gute Idee. Laura kommt zurück. Wir fliegen gleich nach unten. Hoffentlich greift der Adler nicht an. Keine Angst. Er wird euch nichts tun. Da ist Ihre Freundin. Hallo, Laura. Bist du bereit? Natürlich. Ich nehme Ronald und bringe ihn nach unten. Pass du auf den Adler auf. Halte dich an ihr fest, Ronald. Ja. So, so ist gut. Du brauchst keine Angst zu haben, Ronny. Wir sinken ganz sanft nach unten. Achtung, los geht's. Der Adler kommt. Seid vorsichtig. Pass auf die Krallen auf, Jan. Das Biest hat sich was vorgenommen. Verschwinde, du. Ja, endlich. Wir haben es geschafft. Laura, Ronald und Jan landen wohlbehalten neben dem Streifenwagen, während der Adler hoch über ihnen kreist. Die Bewohner von Red Rock ziehen mit den beiden geretteten Jungen ab. General Forbert, Professor Futura, Laura und Jan Tanner aber bleiben noch an der Felswand. Für sie ist es noch nicht vorbei. Sie wollen den Adler fangen, um herauszufinden, warum er zu solch gigantischer Größe gewachsen ist. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder werfen Jan und Laura dem Vogel ein Netz über und schnüren ihn darin ein, oder wir schießen ihm ein Betäubungsmittel in den Körper. Ich bin gegen ein Narkosegeschoss, da wir nicht wissen, wie hoch die Dosis sein muss. Richtig. Damit könnten wir den Adler versehentlich töten. Ein Netz ist besser. Aber riskanter für Sie. Dennoch werden wir es damit versuchen. Geben Sie mir das Netz, Sheriff. Ja, es liegt im Wagen. Einen Moment. Laura, wie lange hält die Wirkung des Serums noch an? Schätzungsweise noch eine Stunde. Das reicht für uns. Die Dauer der Wirkung könnte jedoch verkürzt worden sein, weil Laura die beiden Jungen getragen hat. Und wenn Jan sich jetzt mit einem Netz belastet, könnte das ebenfalls etwas ausmachen. Für den Notfall haben wir immer noch die Fallschirme, Professor. Das ist richtig. Hier ist das Netz, Mr. Tanner. Danke, Sheriff. Komm, Laura, wir wollen keine Zeit verlieren. Ich bin bereit. Lass uns fliegen, Jan. Auf geht's. Kannst du das Netz alleine tragen? Klar. Der Adler hat uns gesehen. Bleib ganz dicht bei mir, damit er seinen Angriff auf uns beide richtet. Ja, gut so. Pass auf, seine Krallen! Er ist verdammt schnell. Aber das soll ihm nichts nützen. Er soll sich in das Netz stürzen. Jan! Jetzt! Wir haben ihn! Festhalten! Er reißt uns mit nach unten. Vorsicht, die Krallen! Gib mir das Seil! Hier! Und jetzt sie! Wir müssen das Netz zusammenziehen. Er kommt nicht mehr frei. Laura, ich falle. Das Serum, es wirkt nicht mehr. Zieh die Leine, Jan. Du musst den Fallschirm benutzen. Ich komme nicht heran. Der Adler zerreißt mir die Hände. Ich mache es für dich. Schnell. Danke. Das war knapp. Seltsam. Bei mir wirkt es noch immer. Zieh auch bei dir die Leine, Laura. Öffne den Schirm vorsichtshalber. Weiter unten hilft dir auch der Fallschirm nichts mehr, wenn das Serum versagt. Du hast recht. Wir haben es geschafft. Sanft schweben Jan Tanner und Laura nach unten. Sie haben alle Mühe, den Adler im Netz zu halten. Immer wieder schlägt das Tier um sich und versucht, sich entweder mit dem scharfen Schnabel oder den Krallen zu wehren. Der Sheriff wirft dem Adler eine Lederkappe über den Kopf, als das Tier auf dem Boden liegt, und bindet ihm die Füße zusammen. Ich gratuliere. Ihr habt eine gute Arbeit geleistet. Dank Ihres Serums, Professor. Schon gut. Ich wüsste gern, was mit dem Adler ist. Ich glaube, das kann ich Ihnen sagen. War Sie, Sheriff? Bisher haben Sie nicht den Eindruck gemacht, als könnten Sie etwas zur Lösung dieses Rätsels beitragen. Da hatte ich den Adler auch noch nicht hier auf dem Boden. Sehen Sie? Ich biege den Flügel mal nach oben. So. Ruhig, ganz ruhig. Ruhig, es geschieht dir ja nichts. Ja, so ist gut. Was ist mit dem Flügel? Mit dem Flügel selbst ist nichts. Aber hier, sehen Sie doch, das könnte es sein. Eine abgebrochene Pfeilspitze?
Der Adler ist von einem Pfeil getroffen worden. Den Pfeil hat er abgebrochen, aber die Spitze steckt noch in seiner Haut. Ja, ich gehe jede Wette ein, dass es ein indianischer Giftpfeil ist. Und Sie glauben, das Pfeilgift könnte für den Riesenwuchs des Adlers verantwortlich sein, Sheriff? Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Keine voreiligen Schlüsse, General Forbett. Ich werde die Pfeilspitze und das Gift, das daran haftet, untersuchen lassen. Danach wissen wir mehr. Professor Futura untersucht die Pfeilspitze und das daran klebende Gift in seinem Labor. Er braucht ungewöhnlich lange für seine Analyse. Als General Forbett und Jan Tenner einen Tag nach der Rettung der beiden Jungen in seinem Laboratorium auftauchen, ist er noch immer nicht fertig. Guten Tag, Laura. Tag, Professor. Guten Tag. Ach, General. Hallo, Laura. Wir haben inzwischen den Adler untersucht. Ja. Ist etwas Besonderes dabei herausgekommen, Jan? Das kann man wohl sagen. Es ist, als ob das Tier aus Stahl wäre. Seine Haut ist so fest, dass selbst eine Kugel nicht hindurchgehen würde. Was du nicht sagst. Aber eine Pfeilspitze ist durchgegangen. General Forbett und Jan, Sie wollen sicherlich wissen, was das für ein Gift an der Pfeilspitze ist. Allerdings. Und ich möchte wissen, wieso der Adler so gut wie unverletzbar geworden ist. Seine Haut widersteht einer Stahlkugel, nicht aber der Spitze eines indianischen Pfeils. Das ist nicht richtig, Laura. Der Pfeil hat einen ganz normalen Adler getroffen. Das Gift ist dann in die Blutbahn des Tieres gedrungen und hat dort entscheidende Änderungen bewirkt. Genau so ist es. Das Gift hat das Tier verwandelt. Es hat den Adler nicht nur größer werden lassen, sondern es hat ihn auch widerstandsfähiger gemacht. Seltsam, wirklich seltsam. Ich hatte erwartet, dass dieses Gift eine gewisse Ähnlichkeit mit meinem Serum hat. Das ist jedoch nicht der Fall. Was ist das für ein Gift, Professor? Sie werden es nicht glauben. Es besteht aus einem Stoff, den ich nicht analysieren kann. Wollen Sie allen Ernstes behaupten, dass Sie nicht herausfinden können, was das für ein Zeug ist? Das will ich. Aber es gibt nichts auf dieser Erde, was ein Professor Futura nicht identifizieren könnte. Der Stoff ist noch nicht erfunden. Sie sagen es. Nichts auf dieser Erde. Also, was meinen Sie? Jetzt verstehe ich Sie nicht. Nun, General, ich vermute, das Gift besteht aus einer chemischen Substanz, die es auf der Erde nicht gibt. Sie muss aus dem Weltraum gekommen sein. Vielleicht von einem anderen Stern. Reden Sie keinen Unsinn, Professor. Immerhin stammt dieses Gift von einem Indianerpfeil. Von einem Pfeil der Navajo-Indianer. Das stimmt. Wie sollten die Navajos an einen Stoff kommen, der von den Sternen stammt? Das ist die Frage, die mich beschäftigt. Um diese Frage zu klären, erhalten Laura und Jan den Auftrag, zu den Indianern zu gehen und sie nach der Herkunft des Giftes zu fragen. Das Reservat der Navajo-Indianer liegt in den unzugänglichen Bergen und das Dorf, in dem sie leben, ist tief in einer Schlucht verborgen. Da es in den letzten Jahren zu erheblichen Schwierigkeiten mit diesen Ureinwohnern Westlands gekommen ist, verzichtet General Forbett ganz bewusst darauf, Soldaten zu schicken oder sonstige militärische Überlegenheit zu demonstrieren. Ist es noch weit bis zur Siedlung der Navajos? Nur noch ein paar hundert Meter. Dort hinten ist sie schon. Jan, hörst du das? Was ist das? Ich weiß nicht. Hört sich an, als ob eine große Büffelherde vorbeizieht. Große Büffelherden gibt es nicht mehr. Ich weiß. Jan, sieh doch! Da drüben! Unter den roten Felsen! Ein Büffel? Ein Büffel, ja! Aber was für einer? Ein Koloss. Er ist fast so groß wie ein afrikanischer Elefant. Ob der wohl das gleiche Gift in sich hat wie der Adler? Wahrscheinlich. Indianer, Sie schießen auf den Büffel. Das sollten Sie lieber nicht tun. Der Büffel greift an. Die Indianer flüchten zu uns. Hierher! Hierher, Navajos! Hört auf zu schießen! Das ist sinnlos! Jan, wir müssen weg hier. Der Büffel kommt hierher. Da oben rauf, in den Felseinschnitt. Dorthin kann er uns nicht folgen. Schnell! Er zieht sich zurück. Vielleicht können wir jetzt mit den Indianern reden. Sie können uns bestimmt sagen, was hier los ist. Da drüben sind sie. Nicht schlecht. Sie haben sich in Felslöchern vor dem Büffel versteckt. Hey! Hey, Navajos! Sie haben uns gesehen, Jan. Vorsicht!
Hört auf! Hört auf zu schießen! Wir sind hier, weil wir euch helfen wollen! Jan, in Deckung! Wir müssen weg hier! Navajos, wir sind Freunde! Das hat keinen Sinn! Die Indianer bringen uns um, wenn wir hier bleiben! Du hast recht, Laura. Sie müssen sich erst beruhigen. Komm, wir verschwinden erst mal. Jan Tenner und das Mädchen ziehen sich tiefer in den Felsspalt zurück. Mit ihrem Funkgerät nehmen sie Kontakt mit General Forbit auf und dieser kommt ihnen schon bald mit einem Hubschrauber zu Hilfe. Jan, die Indianer haben auf sie geschossen. Warum? Wir hatten in der letzten Zeit zwar schon einige Schwierigkeiten mit ihnen, aber einen Grund, dass sie zu den Waffen greifen, sehe ich nicht. Ich kann mir das Verhalten der Indianer auch nicht erklären. Dass sie versuchen, den Büffel zu erlegen, ist eigentlich selbstverständlich. Das Tier bedroht ihre Sicherheit. Gegen uns können sie aber doch nichts haben. Wir müssen schnellstens herausfinden, woher das Gift stammt. Das ist unumgänglich. Dann gibt es nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Siedlung der Navajos und mit Häuptling Schwarzer Adler reden. Das ist unmöglich. Du kommst ja gar nicht erst zu ihm hin. Die Navajos erschießen dich schon vorher. Ich muss mich eben anschleichen. Wie stellst du dir das vor? Die Navajos sind Meister der lautlosen Kriegsführung. Die kann man nicht beschleichen, ohne dass sie es merken. Nur wenn man sich ihnen zu Fuß nähert. Ich aber werde fliegen und dabei nicht das geringste Geräusch verursachen. Eine gute Idee, Jan. So werden wir es machen. Wir? Natürlich. Wir müssen doch wohl nicht schon wieder darüber diskutieren, dass du nicht allein bleiben darfst, wenn ich dir das Serum injiziert habe. Du aber auch nicht. Eben. Und deswegen werden wir beide fliegen. Okay, ich bin mit dem Plan einverstanden. Wann starten Sie? Wir müssen erst das Serum holen. Dann können wir starten, sobald es dunkel wird. In Ordnung. Als die Sonne untergegangen ist, landet der Hubschrauber erneut auf dem Plateau. Laura und Jan injizieren sich das Serum des Professors. Und wieder werden sie unabhängig von der Schwerkraft der Erde und schweben lautlos über die Felsen hin zum Navajo-Dorf. Da ist die Siedlung. Die Häuser sind auf einem Felssockel erbaut. Sie sind unerreichbar für den Büffel. Tatsächlich. Komm, wir fliegen an dieser Felswand entlang. Was glaubst du, wo Schwarzer Adler ist? Bestimmt in dem größten Lehmhaus. Sie haben überall Wachen aufgestellt. Wir sind im Schatten und sehen sie nicht. Da, der Medizinmann tanzt unter der überhängenden Felswand. Er tanzt lautlos. So etwas habe ich auch noch nicht erlebt. Jan, was ist hier los? Die Navajos sind ganz anders als sonst. Irgendetwas hat sie verändert. Der Büffel kommt! Das kann für uns nur gut sein. Dann achten die Indianer nicht auf uns. Los, zu dem Lehmbau dort. Okay. Wir landen. Wir haben richtig getippt. Der da drin, das ist der Schwarze Adler, der Häuptling. Ich kenne ihn. Warte. Und dann? Wir nehmen den Häuptling mit, damit wir uns in Ruhe mit ihm unterhalten können. Guten Abend, Schwarzer Adler. Tenner. Jan Tenner. Woher kommst du? Das spielt keine Rolle. Ich muss mit dir reden. Es gibt nichts zu besprechen. Geh, oder meine Leute töten dich. Schwarzer Adler, wir kennen uns schon seit Jahren. Wir waren zusammen auf der Jagd. Wir haben uns immer verstanden. Was ist geschehen? Was hat dich verändert? Geh, oder ich kann nichts mehr für dich tun. Ich bleibe, bis ich weiß, was hier gespielt wird. Dann still! Mit mir nicht, Schwarzer Adler! Nun gut, wenn es unbedingt sein muss. Laura? Ja, was ist? Schwarzer Adler ist bewusstlos. Er wollte es nicht anders. Fass mit an, wir nehmen ihn mit. Gute Idee, Jan. Warum sollte der Schwarze Adler nicht mal fliegen? Wer sich Schwarzer Adler nennt, sollte sich auch in die Lüfte erheben können. Also, aufwärts geht's. Wir halten uns im Schatten. Die Navajos kommen zu spät. Als Schwarzer Adler auf dem Hochplateau neben dem wartenden Hubschrauber aufwacht, scheint er ein ganz anderer Mensch zu sein. Ruhig und ohne Zorn blickt er Jan Tenner an. Du hast mich geschlagen. Mir blieb keine andere Wahl, das weißt du. Willst du uns nicht endlich erzählen, was geschehen ist, Schwarzer Adler?
Ein riesiger Büffel lebt in der Nähe eures Dorfes. Ihr jagt ihn, könnt ihn aber nicht töten. Woher kommt der Büffel? Ich hatte gehofft, alles ändern zu können. Aber jetzt weiß ich, dass es zu spät dafür ist. Das Land meiner Väter wird uns niemals wieder gehören. Ich kann daran nichts ändern. Was ist passiert, Schwarzer Adler? Manitou ist aus den ewigen Jagdgründen herabgestiegen. Aber die dunklen Mächte sind ihm in den Arm gefallen. Sie haben seinen Donnerwagen zerstört. Und es ist ihnen beinahe gelungen, Manitou zu töten. Was redet ihr da für einen Unsinn? Bitte, General Forbert, mischen Sie sich nicht ein. Schwarzer Adler hat uns eben etwas sehr Wichtiges gesagt. Manitou ist also in euer Dorf gekommen. Das ist richtig. Ist er schwer verletzt? Sein Himmelswagen hat gebrannt. Und auch auf seiner Haut loderten die Flammen, als er herauskam. Ihr habt die Flammen gelöscht und Manitou dann zu euch genommen. Ihr wolltet ihm helfen, aber der Medizinmann konnte ihn nicht heilen. So ist es. Einen Moment. General, kommen Sie bitte. Ich möchte Sie unter vier Augen sprechen. Bitte, wenn es sein muss. Hören Sie, Jan, was soll das alles? Begreifen Sie denn nicht? Ein Raumschiff ist hier in der Nähe abgestürzt. Ein außerirdisches Wesen war darin. Die Indianer halten es für Manitou. Ach so. Ich glaube, ich verstehe. Und dieses Wesen befindet sich jetzt in der Navajo-Siedlung. Es ist so schwer verletzt, dass es sterben könnte, wenn wir nicht eingreifen. Und was hat das mit dem riesigen Adler und dem Büffel zu tun? Weiß ich nicht. Mir ist jedoch klar geworden, woher das Gift kommt. Was haben Sie vor? Wir müssen den Außerirdischen zu Professor Futura bringen. Nur er kann ihn retten. Einen Außerirdischen retten? Was könnte wichtiger sein? Endlich haben wir die Möglichkeit, mit einem Wesen von den Sternen friedlichen Kontakt aufzunehmen. Diese Chance müssen wir nutzen. Der Fremde kann unendlich wertvoll für uns sein. Vielleicht haben Sie recht. Er könnte uns vielleicht erklären, weshalb Westland in letzter Zeit immer wieder bedroht wurde. Aber es wird sehr schwer sein, ihn aus der Siedlung zu holen. Denn die Indianer halten ihn für einen Gott. Wir müssen einen Weg finden. Ja, wir müssen dem Fremden helfen. Behutsam versucht Jan Tenner dem Schwarzen Adler zu erklären, dass der vermeintliche Manitou nur in einer modernen Klinik gesund würde. Doch der Häuptling gibt ihm zu verstehen, dass der Medizinmann und die von ihm fanatisierten Krieger den Verletzten niemals freiwillig hergeben und auf jeden schießen werden, der sich ihm nähert. Das Wesen, von dem ihr glaubt, dass es Manitou ist, hat dieses Wesen euch das Gift für die Pfeile gegeben? So ist es. Manitou hat Hunger. Aber die Tiere in den ewigen Jagdgründen haben anderes Fleisch. Er kann unser Fleisch nicht essen. Es würde ihn töten. Ihr habt mit Pfeilen, an denen das Gift von Manitou war, auf Tiere geschossen. Danach wurden diese Tiere größer und stärker. Dann wolltet ihr sie mit Kugeln töten, aber das konntet ihr nicht. So ist es. Unsere Kugeln waren zu schwach für sie. Wir hätten es wissen müssen. Denn sie sind wie die Tiere der ewigen Jagdgründe. So etwas Ähnliches habe ich mir gedacht. General Forbert, sorgen Sie dafür, dass Schwarzer Adler zunächst nicht zu seinem Stamm zurückkehrt. Gut. Der Pilot soll ihn bis ans Ende des Rocky-Tals fliegen. Von dort aus kann er zu Fuß zu seinem Stamm gehen. Oder er kann darauf warten, bis alles vorbei ist. Dann bringen wir ihn hin. Schwarzer Adler lässt sich von niemandem helfen. Wie du willst. Fliegen Sie ihn weg. Aye, aye, Sir. Komm, Schwarzer Adler. Ihr werdet bereuen, was ihr getan habt. Was haben Sie vor, Tenner? Laura und ich werden ins Navajo-Dorf zu dem außerirdischen Wesen fliegen und es herausholen, sobald der Hubschrauber zurück ist. Sie, General, werden mit der Maschine einen Scheinangriff gegen die Indianer unternehmen, um sie abzulenken. Einverstanden. Sagen Sie, Jan, was hat Schwarzer Adler gemeint, als Sie ihn nach dem Pfeilgift gefragt haben? Das Wesen, Ihr Manitou, kommt von einem fremden Planeten. Es ist anders als wir und verträgt das Eiweiß unserer Tiere nicht. Deshalb hat es den Tieren durch die Pfeile einen Umwandlungsstoff verabreichen lassen.
Jetzt kann das außerirdische Wesen das Fleisch des Büffels verzehren, ohne sich daran zu vergiften. Richtig. Aber nun können die Indianer diese Tiere nicht mehr töten, weil die Kugeln aus ihren Gewehren die Haut nicht durchschlagen. Das außerirdische Wesen muss also verhungern, wenn wir nicht helfen. Wahrscheinlich ist es zu schwach, um selbst etwas für sich zu tun. Starten Sie jetzt. Der Hubschrauber muss bald kommen. Sobald wir mit dem Scheinangriff beginnen, versuchen Sie, den Fremden zu entführen. Einverstanden. Komm, Laura. Als der Hubschrauber sich in die Navajo-Schlucht senkt, stürmen die Indianer ihm entgegen. Sie feuern auf die Maschine, die sie in der Dunkelheit kaum sehen können. Laura, jetzt! Ich nehme den Indianer auf der linken Seite. Gut, ich den anderen. Los, jetzt! Das wär's. Mein Indianer hat sich schlafen gelegt. Meiner auch. Komm, wir gehen rein. Mein Gott. Er sieht wie ein Mensch aus. Aber Arme, Kopf und Brust, alles ist voller Brandwunden. Wer sind Sie? Freunde, wir wollen Ihnen helfen. Zu spät. Zu spät. Das Feuer. Er ist bewusstlos geworden. Komm, wir bringen ihn nach draußen und fliegen zum Plateau hoch. Fass mit an. Gut. Wieso konnten wir ihn verstehen? Seine Stimme kam aus diesem kleinen Apparat hier. Scheinbar so etwas wie ein Übersetzer. Vorsicht, wir hüllen ihn besser in eine Decke. Und jetzt los. Es wird höchste Zeit. Ich nehme den Übersetzer mit. Die Indianer kommen zurück. Gut, ich hab ihn. Wir fliegen wieder an der Felswand hoch. Wie vorhin mit dem Häuptling. Jan, die Indianer haben uns gesehen. Wir müssen schneller aufsteigen. Schneller! Sie haben entdeckt, dass der Fremde weg ist. Eine Stunde später liegt der Außerirdische im Haus von Professor Futura. Laura und der Professor kümmern sich um ihn. General Forbit und Jan Tenner stehen dabei und beobachten sie. Wie sieht es aus, Professor? Können Sie ihn retten? Ich fürchte, nein. Es ist zu spät. Er hätte gleich behandelt werden müssen. Die Verbrennungen sind zu groß. Giftstoffe sind von den Wunden in seinen Kreislauf geraten. Wir können ihn nicht richtig legen. Wie auch immer wir ihn betten, sein Körper drückt auf die Wunden. Warum lassen Sie ihn nicht schweben, wenn das Problem ist? Schweben? Ja, wenn das ginge, das wäre die Ideallösung. Dann könnte er sich erholen. Aber Professor Futura, haben Sie Ihr eigenes Serum vergessen? Wenn Sie es ihm verabreichen, kann er frei schweben und nichts drückt mehr auf die Brandwunden. Ja, Jan, wie konnte ich das vergessen? Natürlich, das ist die Lösung. Ich gebe ihm das Serum. Hoffentlich verträgt er es. Es ist seine letzte Chance. Wenn er es nicht verträgt, kann ihm nichts mehr helfen. Injizieren Sie das Serum. Wie Sie wollen. In den Arm? In den Arm. Gut so, Laura. Gut so. Die Wirkung müsste eigentlich rasch eintreten. Sehen Sie, sein Körper steigt nach oben. Fremder, hören Sie mich? Ich höre Sie. Wie ist Ihr Name? Man nennt mich Taro. Taro, wir werden Ihre Wunden jetzt ständig einsprühen. Ich brauche ein Serum. Sie können es aus dem Blut des Büffels gewinnen. Sie können es ausfiltern. Ich habe verstanden, Taro. Aber wie können wir den Büffel töten? Nicht töten. Betäuben Sie ihn mit einem Gas. Nehmen Sie das Blut aus seiner Zunge. Bitte. Er ist wieder bewusstlos geworden. Jan,
Haben Sie es gehört? Natürlich. General, ich benötige den Hubschrauber. Wir müssen den Büffel finden und ihm ein betäubendes Mittel auf die Nase schießen. Kommen Sie, Jan. Und Sie auch, Laura. Sie müssen dem Tier Blut abzapfen. An der Zunge ist das offenbar möglich. Taro weiß genau, was ihn retten kann. Doch er benötigt etwas mehr dazu, als die Indianer ihm geben können. Zehn Stunden brauchen General Forbit, Jan Tenner und Laura, bis sie den Büffel endlich gefunden, ihn betäubt und ihm Blut entnommen haben. Auf dem Rückflug nach Rockytown, wo Professor Futura sein Laboratorium hat, filtert Laura das benötigte Serum aus. Gleich sind wir da, Laura. Ist alles vorbereitet? Ich habe eine Flüssigkeit ausgefiltert. Darin müsste das Serum enthalten sein. Wir können Taro also gleich eine Spritze geben. Er muss leben, verstehen Sie? Er muss. Dies ist eine einmalige Chance für die Menschheit. Vielleicht kommt niemals wieder ein Wesen von den Sternen zu uns. Ich werde tun, was ich kann, General. General Forbit, sehen Sie doch, dort unten, beim Haus des Professors. Bei allen Teufeln, was ist das? Hunderte von Navajo-Indianern umzingeln das Haus. Sie wollen das Wesen herausholen, das Sie für Manitou halten. Aber das ist unmöglich. Sie bringen ihn um, wenn Sie das tun. Landen Sie. Nicht beim Haus Futura, sondern hier. Schnell. Jan, sieh doch. Die Indianer tragen Taro heraus. Landen Sie. Landen Sie. Gib mir das Serum, Laura. Hier. Danke. Schnell! Ich komme mit. Sie lassen uns nicht durch. Das werden wir ja sehen. Macht Platz, Navajos! Macht Platz! Das ist Jan Tenner. Packt ihn! Schwarzer Adler! Wir haben hier eine große Medizin. Manitou selbst hat befohlen, sie von dem großen Büffel zu holen. Du lügst! Frag ihn doch selbst! Er hat die Augen offen. Frag ihn! Das darf ich nicht. Wer bin ich, dass ich mit Manitou sprechen dürfte? Dann werde ich fragen. Höre mich an, Taro. Hier ist das Serum, das dir helfen wird. Sage deinen indianischen Freunden, dass ich es auf deinen Befehl geholt habe. Sag doch etwas, Taro. Bitte. Es ist wahr. Ich rauche diese Medizin. Ich habe es gehört, Manitou. Bitte, geh zu ihm, Jan Tenner. Gib es ihm. Laura, gib ihm die Spritze. Ja, deinen Arm, Taro. Gut so. Danke. Mehr brauche ich nicht. Du bist unser Gast, Manitou. Du wirst bei uns in den Bergen wohnen, bis die Wunden verheilt sind. Nein, er wird hierbleiben. General, lassen Sie. Schwarzer Adler hat recht. Er soll Taro bei sich aufnehmen. Liebe Freunde, ich danke euch allen, dass ihr mir geholfen habt. Denn jetzt kann ich nicht länger bleiben. Ich muss wieder zurück. Zu meinem Volk. So lebt denn wohl. Wir werden uns sicher wiedersehen. Taro. Er ist. Er hat sich in nichts aufgelöst. Jetzt erfahren wir doch nichts über die Außerirdischen. Manitou ist wieder in den ewigen Jagdgründen. Es ist gut so. Einige Tage später kommt General Forbit erneut in das Laboratorium von Professor Futura. Nur Jan Tenner ist da. Oh, General Forbit, nehmen Sie Platz. Danke, wo ist Futura? Er wird gleich zurück sein. Nehmen Sie inzwischen Platz. Hier ist ein Sessel. Also, ich... Oh! General, was ist denn? Eine Nadel. Ich habe hier eine Nadel gesetzt. Um Himmels Willen. Jetzt fällt es mir wieder ein, auf dem Sessel lag eine Spritze. Ja, das sehe ich auch. Es tut mir ja so leid, General. Wie schrecklich. Schrecklich, es tut weh, aber es ist nicht schrecklich. In der Spritze war ein Serum, das eine Körperumwandlung bewirkt.
Eine nicht mehr rückgängig zu machende Körperumwandlung. Was? Es tut mir ja so leid. Sie werden sich in eine Schnecke verwandeln. Eine Schnecke? Sehen Sie? Sie können schon gar nicht mehr sprechen. Schnell, General, was kann ich für Sie tun? Seien Sie tapfer wie ein Soldat, General. General Forbert, was ist denn mit Ihnen? Er hat sich versehentlich auf die Spritze gesetzt und sich das Serum injiziert. Das Serum? In der Spritze war doch nur destilliertes Wasser. Tenner. Ja, ein Tenner. Das werden Sie mir büßen. Laura, du bist ein Spaßverderber. Ich war gerade dabei, den General zur Schnecke zu machen. Oh, schade, wenn ich das gewusst hätte. Aber hier ist die Spritze mit dem Wasser ja noch. Ja, aber was war denn dann in der anderen? Keine Ahnung. Professor Futura muss sie da hingelegt haben. Du meine Güte, was war denn das? Was wird denn jetzt aus dem General? In was verwandelt er sich? Keine Ahnung. Mir scheint, er hält sich für Tarzan. Der General als Tarzan, zu komisch. Na dann, auf die Bäume, ihr Affen, der Urwald wird gefegt.